Wer weiß heute noch, woher Steinpilze ihren Namen haben? Es geschah vor langer, langer Zeit. Da ging eine alte Hexe in den Wald, um Pilze zu suchen. Sie hatte ihre Brille vergessen und sah sehr schlecht. Sie ging noch gebeugter als sonst. Ihre große, lange Nase berührte fast den Boden und mit ihrem Stock stocherte sie überall herum. Da fühlte sie etwas Festes auf dem weichen Waldboden. Und noch etwas, noch etwas. Ach, sind das schöne, feste Pilze, murmelte sie und sammelte alle in ihren Korb. Sie brauchte nicht darauf zu achten, ob die Pilze giftig waren oder nicht, denn eine Hexe kann giftige Pilze, von denen ein Mensch sterben würde, ohne Schaden zu erleiden, essen. Mit den gesammelten Pilzen machte sie sich auf den Heimweg. Ihr Haus fand sie leicht, auch ohne Brille, denn Hexenhäuser riechen stark nach Lebkuchen. Zu Hause kamen die Pilze in den Kochtopf. Auf dem heißen Ofen wurden sie ordentlich gekocht. Ab und zu stach die alte Hexe mit einer Gabel in dem Kochtopf herum, um festzustellen, ob die Pilze schon weiß sind. So kochten sie viele Stunden lang, bis kein Wasser mehr im Topf war. Die alte Hexe nahm den Topf vom Ofen und kippte die Pilze auf ihren Teller. Da brach ihr Teller in zwei Teile, denn die Pilze waren hart und schwer. Ihr elenden Pilze! Ihr habt stundenlang gekocht! Ihr müsst doch weich sein! Giftete die Hexe und biss kräftig in den dicksten hinein. Es machte Knack! Da hatte sie sich von den zwei letzten Zähnen einen ausgebissen. Das war zu viel. Ihr seid ja die reinsten Steinpilze, schrie sie und warf alle auf den Misthaufen. Sie hatte nicht bemerkt, dass die vermeintlichen Pilze in Wirklichkeit große Kieselsteine waren. Als die Hexe später ihre Brille wiedergefunden hatte und im Wald schöne, dicke, runde Pilze sah, spuckte sie aus und zeterte: Ihr bleibt, wo ihr seid, ihr elenden Steinpilze! Und so heißen diese Pilze auch heute noch Steinpilze.